Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem erneuten Video. Und wie ihr im Titel erkennen könnt, gibt es mal wieder das Lieblingsformat von euch da draußen und natürlich von mir, und zwar Worst Fits. Denn ich habe wieder von euch zahlreiche Einsendungen gehabt, die ich natürlich nicht für mich behalten möchte. Denn da sind heute wieder ein paar Outfits dabei, wo ich sage, so würde ich das nicht kombinieren. Und heute haben wir mal wieder eine Kategorie, und zwar so, ja, ich würde jetzt schon fast sagen Hypebeast Outfits. Also man sieht wieder, dass extrem viele teure Elemente kombiniert wurden in den folgenden Outfits, die gleich kommen, die aber einzeln gesehen vielleicht cool sind, aber zusammen in den Outfits halt einfach total unstimmig sind, meiner Meinung nach. Deswegen, das ist alles ein komplett subjektives Video. Deswegen soll das jetzt bitte niemand zu ernst nehmen, der sich wirklich so kleidet bzw. das cool findet. Das kann natürlich jeder so machen. Ich persönlich aus meiner persönlichen Modeeinschätzung finde diese Outfits aber recht schrecklich. Fangen wir einfach an mit dem ersten, dann denke ich mal, seht ihr, was ich meine. Und zwar ist das hier. An sich passt das Outfit natürlich jetzt nicht zur Jahreszeit, beziehungsweise ist natürlich auch in Amerika, glaube ich, sind da andere Temperaturen als hier derzeit in Dresden. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Outfit so an sich halt schon relativ schlimm, oder es ist in meinen Augen ein Worst Fit. Was ich relativ cool finde, ist natürlich so eine Oversized Sweatpants, also oder Sweatshorts, sage ich jetzt mal, mit da noch drunter dieser längeren Hose. Das finde ich cool, wobei ich finde, dass die Hose aber schon mindestens bis zum Knien gehen muss und hier hört sie ja oben. Also ich meine, ich glaube, der YouTuber ist auch relativ groß, aber nichtsdestotrotz finde ich die Hose, die Sporthose zu kurz für diesen Style, weil dann eben auch die hochgezogenen Socken, wo bei mir schon das halbe Schienbein eigentlich weg ist, ja, relativ verloren aussieht. Und er hat auch hier noch die High-Top Air Jordan 1er an, dann noch die Sneaker-Socken, dann halt aber eigentlich diese, ja, ich nenne es jetzt mal Strumpfhose oder was auch immer, wie man das jetzt halt nennen möchte, und dann die Shorts, und das streckt das Bein halt so abnormal, als ob er 2 Meter Beine hätte. Und das sieht halt einfach irgendwie null ästhetisch aus. Deswegen finde ich das natürlich bei kürzeren Beinen alles ein bisschen lässiger. An sich, Jordan 1er finde ich natürlich absoluter Basketball-Kultschuh natürlich. Wobei ich halt sagen muss, dass das Gelb und das Blau für mich nicht so harmonieren bzw. nicht so zusammenpassen. Aber ja, das ist halt Geschmackssache. An sich, die Supreme-Armbinde, okay, die feiere ich null, aber das finde ich eigentlich noch relativ okay. Beziehungsweise passt die natürlich auch irgendwo zu den Schuhen, passt zum Shirt und passt auch zu den Socken. Also deswegen, die ist auf jeden Fall absolut clean. Das Lakers-Trikot an sich finde ich natürlich richtig cool. Wobei ich mich jetzt nicht bei Basketball auskenne und auch jetzt nicht irgendwie großartig da Ahnung habe, wer gerade angesagt ist und ob ich mich jetzt hier gerade komplett zum Obst mache, weil ich gesagt habe, das Lakers-Shirt finde ich ganz cool. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt auch, dass das Gelb von dem Lakers-Shirt nicht zu der Hose passt, geschweige denn halt eben wieder zu den Schuhen, weil ich glaube, die Lakers-Aufschrift ist violett und da hätte man vielleicht dann die Purple Jordan 1 anziehen können. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, an sich, Einzelpieces finde ich extrem geil. Sind wahrscheinlich auch teure Pieces dabei. Also die Hose wird wahrscheinlich auch irgendwie von irgendeiner teuren Marke sein. Und die Schuhe werden wahrscheinlich die Jordan 1er Fragrance oder so. Also diese Special Edition sein. Nicht also von diesen, ja, nicht Royal Blue, sondern halt eben diese Special Ones. Ich weiß nicht genau. Aber die sind ja natürlich relativ teuer. Und zusammengewürfelt sieht das Outfit aber einfach schrecklich aus, in meinen Augen. Ja, machen wir weiter mit einem Outfit, wo ihr dann wahrscheinlich ja, gleich erkennen werdet, warum das natürlich ein absolutes Worst Fit ist. Wo man sich bei dem ersten vielleicht noch streiten könnte, ist, denke ich mal, hier relativ klar, dass das irgendwie strange aussieht. Ich meine, die Hose an sich, entweder mag man das, dass irgendwelche Ripped-Löcher halt eben unternäht sind, oder man mag es eben nicht. Ich finde es bei der Hose wirklich, obwohl ich es nicht mag, relativ cool. Die Hose an sich sitzt auch nice. Dazu dieses Shirt, beziehungsweise Shirt und darunter wahrscheinlich irgendwie ein Longsleeve oder sowas. Ich glaube nicht, dass das zusammengehört. Finde ich auch noch völlig okay. Wobei ich halt schon sagen muss, dass die roten Streifen von dem Shirt halt schon mal null zu den Schuhen, also zu den Yeezy 700ern passen. Die, wie ich finde, ja eh relativ schwer zu kombinieren sind, aber in meinen Augen definitiv nicht mit Rot. Aber das ist natürlich auch meine Geschmackssache. Ja, dann, was ich aber halt, wie gesagt, am schlechtesten an dem Outfit finde, ist halt einfach diese Flex-Schwimmweste, die man halt extra noch von Supreme anzieht. Wobei ich irgendwie finde, dass diese Supreme-Bestickung auf den Laschen da irgendwie ziemlich, ja, gefaked aussieht, aber keine Ahnung. Nichtsdestotrotz finde ich das natürlich relativ übertrieben, halt dann jetzt so eine Weste noch zu flexen, ohne dass man jetzt irgendwie die benötigen würde. Und dann finde ich es halt total affig, dass er halt eben diese komische Geste macht mit dem,
Ich telefoniere mit meinem Schuh. Und natürlich hier der Travis Scott Dreier Jordan, Vierer Jordan. Ich glaube Vierer. Mit in dem blauen Colorway. Passt halt null zum Outfit. Also finde ich einfach nur schrecklich. Beim nächsten Outfit kann man auf jeden Fall farblich gesehen nichts daran aussetzen. Es ist recht schlicht gehalten und auch so total clean. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich bin zwar kein Fan von diesen All-Over-Prints. Da wird auch nochmal eine Worst-Fits-Reihe kommen, weil ich da auch noch einige Fits gesehen habe, wo ich sage, okay, das geht in meinen Augen gar nicht. Aber jetzt hier ist das Hemd, glaube ich, von Balenciaga, wo überall dieser kleine Balenciaga-Schriftzug steht. Das ist schon relativ plakativ. Bin ich, wie gesagt, persönlich nicht der Fan von. Sieht aber ganz cool aus. An sich ist der Schnitt aber hier relativ boxy geschnitten, also halt relativ kastenförmig. Da finde ich es halt immer cool, wenn man halt eben das Hemd jetzt zum Beispiel in die Hose reinsteckt. Kann man machen, muss man jetzt aber natürlich nicht. Wenn man halt ein bisschen breiter gebaut ist oder etwas dicker ist, sollte man aber dann schon irgendwo eine Taille betonen oder halt irgendwie was an der Form verändern, weil man sonst halt eben aussieht wie so ein großer Sack. Ja, die Hose an sich, eine Ripped Jeans, Anthrazitfarben. Klar, finde ich es jetzt hier nicht so geil, dass eben das Hemd schwarz ist und die Hose leicht gräulich wirkt. Aber das ist natürlich auch wieder nur persönliche Einschätzung. Was mich an der Hose am meisten stört, sind nicht die Rips, sondern die Anordnung der Rips. Weil man einfach genau sieht, dass die ungefähr ja, 5 cm zu weit unten sind am Schienbein anstatt am Knie. Und das finde ich eigentlich mehr, das finde ich einfach mega hässlich. Und solche Hosen feiere ich auch gar nicht. Dann wiederum eben dann noch die Balenciaga Speed Trainer. Passend natürlich zum Hemd. Das finde ich eigentlich relativ cool. Aber dann halt eben noch die Hose in die Socken reingesteckt, damit das unten halt eben nicht so ausfranst, beziehungsweise so straight aussieht, weil da hat das halt, wie gesagt, auch nochmal ein bisschen sein Bein betont. Finde ich aber ziemlich lächerlich, dass man halt irgendwie die Hose in den Socken trägt und sowas. Und wie gesagt, für mich, wenn ich oben schon sage, ich habe so ein plakatives Hemd an, finde ich es schrecklich, das dann auch noch in den Schuhen fortzuführen, sondern da hätte ich lieber einen schlichten Schuh angezogen oder irgendeinen Sneaker, der ein Highlight ist, was ich jetzt hier halt mein neonfarbener Triple S oder sowas oder irgendwas anderes, was vielleicht mit Balenciaga zusammenhängt oder mit dem Style von dem Shirt, aber halt eben da noch eine andere Farbe mit ins Spiel bringt. Aber wie gesagt, finde ich so in der Kombination relativ schlecht. Und das letzte Outfit ist von dem lieben Ari, den kennen ja wahrscheinlich auch einige hier, UK's Biggest Hypebeast oder sowas. Und ich muss sagen, dass er eigentlich relativ viel Ahnung von Kombinationen hat und auch ziemlich viel ja, Outfits raushaut, die farblich harmonisch sind, beziehungsweise auch so insgesamt ziemlich gut zusammenpassen, genauso wie Vivienne Frank. Da muss man sagen, dass die Briten da schon ziemlich viel Ahnung von Mode haben. Aber ich habe von euch das Outfit eingesendet bekommen und da muss man halt wirklich sagen, okay, das ist einfach purer Flex und es passt halt wirklich vorne und hinten nicht zusammen. Also klar, an sich die Einzelpieces, ich glaube, das ist die Supreme Gore-Tex Collabo-Jacke, kann man feiern, muss man nicht. Dann halt natürlich ein Bogo-Hoodie, eine Stone Island Cargo und dann eben die, ich glaube, Akronym Presto Nikes. Ja, wie gesagt, einzeln gesehen sind die Pieces natürlich relativ fett und kann man auch gut kombinieren. Gerade die Cargo-Hose ist eigentlich relativ lässig, obwohl ich kein Stone Island-Fan bin. Die Akronym-Prestos finde ich auch ziemlich cool. Sind mir zwar ein bisschen zu laut, was die Farben angehen, weil die Farben halt nicht so gut harmonieren, sondern die halt immer so die Color Blocks in ihren Schuhen haben. Ist natürlich Geschmackssache. Wie gesagt, finde ich aber trotzdem noch relativ cool. Passt auch noch zu der Hose. Hätte auch noch dann im Endeffekt ziemlich cool ausgesehen, wenn er einfach jetzt nur den schwarzen Box-Logo-Hoodie angehabt hätte, ohne die Jacke. Aber mit der Jacke finde ich, kriegt das halt das ganze Outfit so einen Worst-Fit-Touch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mega schrecklich ist, aber trotzdem finde ich halt, dass einfach dieses Neongelb mit dem normalen Gelb der Jacke nicht harmoniert, genauso wenig wie das Rot mit dem Purple in der Jacke. Also das ist einfach so meine Meinung und ja, deswegen ist es hier ein Worst-Fit. Jetzt bin ich aber gespannt, was eure Meinung ist. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr von den 4 Outfits haltet, welches für euch das Schlimmste war, beziehungsweise welches bei euch noch völlig legitim war und wo ihr sagt, ey, das würde ich selber so anziehen. Lasst mich auf jeden Fall wissen. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr Worst Fits genauso feiert wie ich. Schickt mir gerne auf Instagram weitere Worst Fits ein, die ihr irgendwo mal beim Durchscrollen entdeckt und dann kommen die vielleicht hier auch mal ins nächste Video. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde.